Die Cancel- und Boykottaufrufe gegenüber Theo Müller und der Müller Unternehmensgruppe drohen massiv an die Wand zu fahren. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir haben ja bereits vor einigen Tagen zu diesem Thema berichtet, nachdem die Non-Nachrichten veröffentlicht wurden, dass sich Alice Weidel mit Theo Müller, Chef eben jener Müller-Gruppe, getroffen hat, haben ja zahlreiche Politiker, aber mittlerweile auch viele Medien darüber berichtet und sogar öffentlich dazu aufgerufen, sich zu distanzieren. Für Nancy Faeser dürfte das Ganze sogar noch ein juristisches Nachspiel mit sich ziehen. Doch dazu gleich noch etwas mehr. Kommen wir jetzt erstmal hier zu einigen dieser Leuten, wie zum Beispiel auch hier die Öffentlich-Rechtlichen haben wir auch wieder mit dabei. Lorenz Beckert, Nie wieder Müllermilch, Landliebe, Weihenstephan. Das ist gelebte Demokratie. Gut zu wissen. Es gibt noch zahlreiche andere Tweets dieser Art, wenn man einfach mal nach Müllermilch sucht. Aber es gibt auch eine recht starke Gegenbewegung. Immer mehr Leute posten jetzt Bilder beispielsweise, dass bei ihren Supermärkten um die Ecke die Müllermilch, Regale leer gekauft sind. Das heißt, es gibt hier wahrscheinlich auch viele Leute, die sagen, das ist ein Zeichen jetzt für Solidarität, jetzt erst recht Müller zu kaufen. Es zeigt aber auch gleichzeitig so ein bisschen die unternehmerische Beschränktheit von Leuten wie Lorenz Beckert, wenn er jetzt hier schreibt, gut zu wissen, Müllermilch kaufe ich nicht mehr, Landliebe und Weihenstephan, ich boykottiere die jetzt einfach und dann ist alles gut. Was diese Leute nämlich überhaupt nicht wissen, ist, wie in der Praxis so ein Großkonzern wie Müller funktioniert. Es handelt sich dabei nämlich nicht einfach nur um eine kleine Molkerei, die irgendwie ein paar Supermärkte mit Eigenprodukten beliefert, sondern das ist ein gigantischer internationaler Konzern, der übrigens auch als Logistikpartner für viele andere Unternehmen funktioniert. Wenn ihr jetzt nämlich beispielsweise in euren Lidl geht, in euer Netto, in euren Rewe, in euer Aldi, Nord, Süd, was auch immer, dann werdet ihr in der Regel ganz häufig auch von den jeweiligen Discountern oder Einzelhändlern, die Handelsmarken haben. Ich habe jetzt mal ein kleines Beispiel hier mitgebracht. Das ist zum Beispiel ein Produkt, was ich immer von Lidl mir sehr häufig kaufe. So ein High-Protein Double Chocolate. Das hat halt wenig Zucker. Deswegen, wenn ich halt Sport mache und immer was Süßes will, dann ist es halt ganz cool, weil es halt einfach weniger Zucker hat als so ein normaler Pudding. Und das ist jetzt aber nicht gesponsert oder so, sondern einfach nur, um zu zeigen, schaut mal die Marke, ja, Milbona. Das ist das, was es halt bei Lidl gibt. Und all diese ganzen Marken, Milbona, Milsani, Milfani und ja, und wie sie alle heißen, gut und günstig und so, all diese ganzen Handelsmarken von den Discountern, was glaubt ihr? Wo die herkommen? Glaubt ihr, Rewe oder Aldi betreibt eine eigene Molkerei? Nein, machen sie nicht, lieber Lorenz Beckert. Das kommt natürlich alles maßgeblich auch von Theo Müller. Das heißt, viel Spaß dabei, das zu boykottieren. Aber so weit denken halt die meisten Linken und Grünen nicht, die jetzt vielleicht dann eben zum Supermarkt rennen und sagen, ich kaufe nur noch die Eigenmarken von Netto oder so und kaufen dann ganz, ganz normal weiterhin die Produkte, an denen auch Müller mitverdient. Das aber nur am Rande, aber es zeigt immer so, irgendwie finde ich sinnbildlich, wie weit diese Leute denken, dass sie einfach glauben, sie könnten irgendwo mit Hashtag Boykott einfach sich so ein bisschen empören, so ein bisschen Haltung zeigen und schon hätten sie die Welt verändert. Ja, das ist tatsächlich diese Denkart von diesen Leuten, dass sie einfach mit ihren Flaggen, die sie sich irgendwo hinposten oder ihren Hashtags irgendwie etwas tatsächlich in der Welt verändern würden. Aber das ist natürlich nicht so. Jetzt aber zum eigentlich Wesentlichen. Ja, und jetzt wird es richtig brenzlig, weil
Wir erinnern noch mal kurz an diesen Tweet von Nancy Faeser, die ja auch im Handelsblatt sich dazu geäußert hat und eben diesen ganzen Umstand so ein bisschen für eine Generalschelte gegenüber der AfD und den Unternehmen genutzt hat, ja. Das Klima der Spaltung und der Ressentiments, das die AfD schürt, schreckt hochqualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland ab, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Handelsblatt. Daher ist es auch Sache der Wirtschaft, hier deutlich Haltung zu zeigen, forderte Faeser. Dies erwarte sie auch und gerade von Arbeitgebern, die zehntausende Menschen beschäftigen, von denen viele eine Migrationsgeschichte haben. So, und jetzt gibt es hier in diesem Text ein einziges Wort, welches richtig brenzlig ist für Nancy Faeser, und zwar folgendes: Bundesinnenministerin. Ja, es mag durchaus berechtigt sein für jemanden wie Renate Künast, die ja auch als Politikerin mittlerweile völlig unwichtig geworden ist, so etwas bei Twitter oder so zu posten. Aber ein Bundesinnenminister oder eine Bundesinnenministerin ist eben vor dem Gesetz nicht einfach nur ein normaler Politiker, sondern es gibt auch nach dem Grundgesetz und der politischen Chancengleichheit eben eine andere Behandlung. Es gibt eine Neutralitätspflicht auch, egal ob jetzt ein Bundesinnenminister oder eine allgemeine Ministerpräsident zu einer Partei gehört oder nicht, eben auch in gewissen Dingen staatlich neutral zu sein. Ja? Und das hier, wie ich das hier wahrnehme, in meiner juristischen Laienhaftigkeit, würde ich mal ganz klar als genau diese Verletzung so einer Neutralitätspflicht ansehen. Und es gab da auch schon mal in der Vergangenheit für einige Ministerinnen eine kleine Klatsche vom Bundesverfassungsgericht für, nämlich zum Beispiel hier damals im Fall von, wie hieß sie nochmal, Frau Wanka. Ich glaube, sie war Bildungsministerin unter Merkel damals noch. Und sie hatte nämlich damals zum Beispiel auch als Pressemitteilung quasi eine rote Karte für die AfD auf ihrer Webseite gepostet, wogegen dann die AfD geklagt hat, und das Verfassungsgericht hat dann hier ein Urteil gefällt, und hier sieht man es, daraus resultiere, so die Karlsruher Richter, eine Pflicht zur Neutralität der Staatsorgane, die nicht zugunsten oder zu Lasten einer Partei in den politischen Wettbewerb eingreifen dürfen, sondern sich auf eine sachliche Form der Darstellung ihrer eigenen Tätigkeit zu beschränken haben. Uiuiuiui. Ja, hier gibt's auch direkt noch die Webseite mit dem Urteil, Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats von 2018. Ja, und hier hat das Bundesverfassungsgericht eben geurteilt, dass die Ministerin eben nicht diese rote Karte pauschal an die AfD vergeben kann. Ja, also voll verhauen, dieses ganze Thema. Und jetzt, wenn man noch mal das sich noch mal genau anschaut und durchliest, ne, klare Pflicht zur Neutralität der Staatsorgane zugunsten oder zu Lasten, es ist sogar ein massiver Eingriff, warum dreht sich die Kamera nicht, wenn eine Bundesinnenministerin Druck auf die Unternehmen ausübt und sagt, hier, ihr habt euch gefälligst von der politischen Opposition, die wir klein halten wollen, zu distanzieren. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die AfD hier auch dieses Mal gegen vorgibt, gegen Nancy Faeser, und wenn auch sie dieses Mal dafür Recht bekommen. Aber von Nancy Faeser hätte ich eh nichts anderes erwartet.